Schön, dass Sie alle den haben. Ich möchte Sie an der Stelle auch nochmal herzlich begrüßen hier im Deutschen Rheumaforschungszentrum zur Langen Nacht der Wissenschaften. Besonders, dass Sie sich für die Wissenschaft und für die Medizin entschieden haben heute, wo Sie auch die Sonne oder die letzten Sonnenstrahlen draußen noch hätten genießen können. Ich bin Daniel Schulz und selber hier als Forschender am Deutschen Rheumaforschungszentrum angestellt und freue mich sehr, dass wir Herrn Zwiecinski gewinnen konnten, hier uns heute etwas als Gastroenterologe über die interessante Welt der Bakterien und der Darmflora zu erzählen und welchen Einfluss das haben kann auf den Menschen. Es ist schon interessant und erstaunlich, wie Dinge, die wir für selbstverständlich halten, völlig abartig noch vor 100 Jahren erschienen. 1683 hat Anthony von Leeuwenhoek zwischen den Zähnen mit dem Zahnstocher gebohrt, irgendeine gelbe Masse rausgeholt, auf Objektträger rausgestrichen und war überrascht festzustellen, dass wir gar nicht allein sind, dass jedes Mal in uns Tausende von Bakterien sind. Er hat damals kein Wort dafür gefunden. Er hat Stäbchen geschrieben, Spirellen geschrieben, aber die sind eigentlich so geblieben wie bis heute. Das Wort Bakterien hat man verwendet für das, was man nicht weiter definieren kann. Zu sagen, dass das keine Furore ausgelöst hat, ist nicht zu sagen. Alle waren so begeistert davon, die Königshäuser haben Mikroskope gekauft, jeder hat reingeschaut und wollte diese wunderbare Welt zu sehen. Aber das Merkwürdige an der ganzen Geschichte war, dass eine Verbindung zwischen Bakterien und Krankheit bestand überhaupt nicht. Die wurde gar nicht bekannt. Es ist, wenn Sie die Lehrbücher angucken, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts bis Anfang des 19. Jahrhunderts, Sie werden das Wort Infektion überhaupt nicht finden. Die kommt ja gar nicht vor. Es gab ja die nicht. Und warum? Weil es waren zu viele Bakterien. Wenn die Suppe irgendwo gelassen haben, tja, da wurden sofort mehrere Bakterien gefunden. Wenn sie irgendwo ein Produkt, organische Substanz hatten, wurden immer Bakterien gefunden. Welche Verbindung kann es mit der Infektion sein, wenn die sowieso von alleine kommen? Deswegen, wenn der Chirurg um diese Zeit das Messer fallen ließ, dann kopierte dieses Messer und schnitt weiter. Es war also absolut selbstverständlich, dass wenn die Bakterien nicht da werden, sie sowieso kommen, also müssen wir um die gar nichts tun. Das Merkwürdige bei der ganzen Geschichte war, dass heute wissen wir, alle Menschen damals starben an Infektionen. Es gab keinen Mensch, der an natürliche Ursache gestorben ist. Alle sind an Infektionen gestorben. Dann kam Pasteur und hat gezeigt, dass die Bakterien sind ja nicht allmächtig, dass die Bakterien isoliert werden können und in der Kultur getestet und dass wir alle ihre Eigenschaften nach und nach untersuchen können. Koch definierte dann die Infektion als ein durch Erreger hervorgerufener Prozess, wobei der Erreger muss bei Kranken sein, er darf nicht bei Gesunden sein. Und wenn wir vom Kranken auf den Gesunden übertragen, dann soll er eine Infektion auslösen. Das hat eine Infektionslehre hervorgebracht. Das hat zwar lange gedauert, zwischen 1864 und 1920, wo die ersten Therapien verfügbar waren. Aber immerhin, hinterher die Infektionslehre nahm einen riesen Aufschwung. Und innerhalb von 30, 40 Jahren haben wir beinahe alle Infektionserkrankungen eradiziert oder kontrolliert. Und wenn Sie heute das Buch Innere Medizin finden, dann stellen Sie fest, dass wiederum, so wie im 18. Jahrhundert, die Menschen sterben nicht mehr an Infektionserkrankungen. Die Infektionserkrankungen nehmen nur noch einen ganz kleinen Teil in unserer inneren Medizin, sondern die meisten sterben entweder an Krebs oder an metabolischen Erkrankungen oder an Herz-, Lungen-, neurologischen, Autoimmunerkrankungen und so weiter und so fort. Das Auffallende ist dabei, dass alle Infektionen, die wir bisher kennen, das sind Modeinfektionen. Kennen Sie irgendeine polymikrobielle Infektion? Grippe.
Es gibt Tausende davon. Nur wir kennen die nicht. Aus dem einfachen Grund, weil wir berufen uns auf die Postulate von Koch. Und die Postulate von Koch suchen nur ein Bakterium. Wenn zwei Bakterien gleichzeitig beteiligt sind, suchen wir die nicht. Wir können die gar nicht suchen. Weil in der Kultur, wenn wir drei oder vier Bakterien reinbringen, ein Bakterium überwuchert alle anderen und wir können die einfach gar nicht untersuchen. Das heißt, wir sind bei polymikrobiellen Infektionen auf dem Stand von 1683, wo Leeuwenhoek zum ersten Mal die Bakterien beschrieben hat und wir sind keinen Schritt weiter. Es gibt aber viele und wir können darauf dann eingehen, welche sind denn das? Ich habe 1998 publiziert eine Arbeit über Karzinome vom Dickdarm und bakterielle Biofilme da drin. Wir haben einen ganz primitives Versuch gemacht. Wir haben eine Biopsie genommen, diese Biopsie viermal gewaschen, hinterher lysiert einfach im Wasser und dann angeschaut, welche Bakterien und ob wir Bakterien da drin finden. Wenn Sie jetzt die obere Reihe anschauen, das ist das, was wir gesehen haben bei gesunden Menschen. Man sieht, dass egal wo wir die Biopsie nehmen, ob, also das sind jetzt einzelne Abschnitte von Dickdarm, man sieht, dass auf der Platte gar keine Bakterien wachsen. Oben sind Bakterien, die frei sozusagen rauskommen. Unten sind die, die mit Gentamicin oder die Biopsie mit Gentamicin behandelt wurde. Gentamicin ist ein Antibiotikum, was normalerweise Bakterien töten müsste. Wenn er frei auf die Bakterien rankommt, wirkt er. Wenn Bakterien geschützt sind, wirkt er nicht. Bei infektiösen Erkrankungen ohne Gentamicin ist massive Wachstum von Bakterien, nach dem Gentamicin keine Bakterien. Und das, was wir bei Dickdarmkarzinom gesehen haben, das ist sozusagen vor und nach massive Erhöhung von Bakterien, vor allem von biofilmbildenden Escherichia coli. Und in PCR oder bei Sequenzieren hat man gesehen, dass es immer nur ein Muster ist von einem einzigen sozusagen Coli, was auf der Oberfläche wächst. Wenn man das jetzt in Zahlen anguckt, dann bei Adenomen und Karzinomen, der Anteil an diesen Biofilmen war 93% bzw. 90% und bei asymptomatischen Patienten 1 von 100 oder bei Patienten mit funktionellen Beschwerden etwa 10 von 100. Das wurde dann auch publiziert und so sehen diese Biofilme aus. Wenn Sie jetzt schauen auf die Biopsie, Sie sehen zwei Anteile. Das ist jetzt die Oberfläche von der Biopsie, das ist der Schleim. Und wir sehen einmal Bakterien in dem Schleim, die mit dem Stuhl kontaktieren. Aber wir sehen auch auf der Oberfläche unter dem Schleim ein Biofilm von E. coli, was auf der Darmoberfläche sitzt und zu einem Reiz führt. Wenn man das so jetzt anguckt, dann sieht man das, dass es zwei verschiedene sozusagen Bakterienarten sind. Die einen kommen aus dem Stuhl und die anderen sitzen direkt auf der Wand. Das ist jetzt in diesem Jahr oder im vorigen Jahr, wurde ein Kongress berufen, der den Zusammenhang zwischen den Bakterien und Karzinomen zum ersten Mal sozusagen offiziell als eine Gesellschaft gegründet hat, wo es dann auch untersucht wird. Und wenn Sie anschauen, wo haben wir denn die Karzinome? Im Dünndarm gibt es keine Bakterien und es gibt auch keine Karzinome. Im Dickdarm sind sehr viele Bakterien, 10 hoch 13 etwa. Und jeder dritte von uns wird an Dickdarmkarzinom sterben. Ob wir Prostatitis haben oder Infektion, chronische Infektion führt immer zu einer Karzinomerkrankung. Ob das jetzt virale Infektion ist oder bakterielle Infektion, das ist im Grunde genommen unwesentlich. Und der Grund eigentlich ist einfach. Alle unsere Zellen haben das gleiche Genom. Aber die Augenzelle kommt nie auf die Idee, eine Nervenzelle zu werden oder Hauptzelle zu werden, weil sie genau weiß, dass in der Lage, wo sie ist, diese Gene würden ihr nicht bringen. Sie sucht praktisch aus dem Zusammenhang, wer ist rechts, wer ist links, wer ist oben, wer ist unten, in dem gleichen Genom nach Gensequenzen, die am besten ihrer Aufgabe entsprechen. Wenn jetzt die Entzündung Löcher einreißt und einige von Bakterien gestorben sind, einige von Zellen gestorben sind, dann ist es für die Zelle schwer zu sagen, was ist sie eigentlich, in welche Richtung sollte sie sich entwickeln.
Wenn das längere Zeit besteht und es entstehen Verschiebungen, wir nennen das Metaplasie, die Zellen denken, die passen sich an, die denken, sie tun etwas Gutes. In Wirklichkeit entwickelt sich ein Körper in unserem Körper, ein Körper, der unkontrollierbar ist. Und wenn mehrere Zellen nebeneinander finden, die jetzt verwirrt sind, und sie sind dann bestätigt in dem, dass ihr Weg muss richtig sein, weil rechts und links sind wiederum völlig andere Zellen, dann kommt es zu einem Krebsleiden, was uns von ihnen zerstört. Es ist nichts anderes als ein Körper in unserem Körper, der wächst und unkontrolliert von uns geschieht. Nun, wo finden wir die Biofilme? Eigentlich, wir finden sie überall. Wir finden sie in dem Darm, wir finden sie in den Gallengängen, natürlich nur bei kranken Leuten, bei gesunden Leuten nicht. Aber kann der Körper sich dagegen wehren? Erstaunlicherweise ja. Und nicht nur durch die Immunität. Und das Interessante war, das war die Geschichte mit den Gallensteinen. Man sagt, dass die Gallensteine sind ein Ausfallen von Cholesterol. Das ist eine metabolische Erkrankung. Warum? Weil jedes Mal, wenn wir die Gallensteine chirurgisch entfernen, sind diese Gallensteine steril. Wenn sie steril sind, dann können eigentlich keine Bakterien daran beteiligt sein. Ich habe daran gezweifelt. Ich habe die Nukleinsäuren aus den Gallensteinen isoliert und habe festgestellt, dass alle Gallensteine, auch die Cholesterol-Gallenstein besteht so fast aus Stückchen Butter, nichts anderes, dass auch in den Cholesterolsteinen, wenn sie pur sind, sind immer bakterielle Sequenzen zu finden, es sei denn, es ist nur Cholesterol, reiner Cholesterol da drin. Es könnte natürlich sein, dass es eine Paläontologie ist, dass die Bakterien irgendwann da gewesen sind. Wir wissen, dass die Patienten mit Gallensteinen immer wieder schon Cholangitiden haben. Wenn sie eine Infektion hatten, kann sein, dass die Bakterien in dem Gallenstein geblieben sind. Wenn wir aber die Gallensteine einfach rausnehmen und einfrieren und 6 Monate später untersuchen, dann stellen wir fest, dass sowohl in der Kultur verschwinden alle, die sind dann alle negativ, aber auch die DNA verschwindet vollständig. Und es bleiben nur irgendwelche Erdkeime, die mit der Sache nichts zu tun haben. Das bedeutet, dass die bakterielle DNA muss relativ frisch gewesen sein. Die ist gewandert und ist in den Gallensteinen geblieben. Deswegen habe ich als nächstes die Stents untersucht. Stents, das sind solche Plastikröhrchen, die man in die Gallengänge reinschiebt, wenn man nicht operieren will. Weil zum Beispiel der Patient hat einen Tumor und der Tumor verlegt die Gallengänge, man möchte aber Entlastung schaffen. Oder die Gallensteine sind zu groß und der Patient hat zu viele Komplikationen, man möchte ihn nicht operieren. Also legt man so ein Plasterröhrchen rein. Dieses Plasterröhrchen ist sofort, im Grunde genommen nach wenigen Stunden bewachsen. Schon Bakterien bilden dann drin. Die Galle kann das nicht verhindern. Die Bauchspeicheldrüse kann das auch nicht verhindern. Denn die Bakterien in diesem Bereich, die haben Kontakt mit dem Darm. Wir haben gesagt, dass in den Darm von außen kommen immer Bakterien rein. Und diese Bakterien kommen dann in den Stents. Und wenn wir anschauen, das ist jetzt Bauchspeicheldrüse, allerdings bei Patienten mit Pankreatitis, da sehen wir reichlich Bakterien. Das ist jetzt Gallengang, da sehen wir auch pathologische, da sehen wir auch Bakterien. Nur das Merkwürdige ist, dass in dem, das ist jetzt der Stent, nachdem er bewachsen ist. Das Merkwürdige war, dass in dem Augenblick, wo der Cholesterol in dem Gallenstein ausgefallen ist, sind alle Bakterien verschwunden. Der Cholesterol ist anscheinend die absolute Waffe gegen Biofilme. Er kann Biofilme töten. Letztendlich, die Menschen sind viel früher darauf gekommen, denn sie wissen, die Milch, die kann vielleicht 1-2 Tage so bleiben, aber wenn sie Butter daraus machen, die kann schon 1 Monat aufrechterhalten. Und Öl besteht seit Jahrtausenden und das ist immer noch in Ordnung. Und keine Bakterien können daran etwas tun. Cholesterol ist eine tödliche Waffe gegen natürliche Biofilme. Und das beweist eigentlich und erklärt, warum die Gallensteine, wenn wir sie rausnehmen, immer steril sind. Denn normalerweise in Medizin, ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben, aber wir haben ein großes Problem mit Fremdkörpern. Wenn wir einen Schritt machen, einen Katheter oder irgendwo eine Prothese im Körper haben und diese Prothese ist bewachsen, es gibt kein Antibiotikum, kein Mittel, um diese Bakterien zu töten. Es ist unmöglich. Das Einzige, was man kann, ist rausfernen und auszutauschen. Gallensteine, die liegen 30, 40 Jahre.
Die haben nachweislich mehrere Episoden von Chalangitiden. Aber wenn wir sie entfernen, die sind immer frei von Bakterien, obwohl die Biofilme da drin wunderbar prosperieren können. Und das zeigt eben, dass Cholesterol nicht bloß Cholesterol ist. Das ist etwas, was die Natur entwickelt hat, um ganz unspezifisch gegen Bakterien vorzugehen. Und in dem Gallenstein ist es das, was den Gallenstein befreit dafür. Es gibt auch viele andere immunologische oder endokrinologische Erkrankungen bzw. metabolische Erkrankungen, die auf die Infektion bezogen sind. Inzwischen bei Herzinfarkt. Wir wissen, dass der Herzinfarkt viel besser oder viel schlechter korreliert mit Entzündungsparametern als mit Cholesterol. Der Cholesterol ist wichtig, wenn es hoch ist, er zeigt, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Aber die Entzündungswerte korrelieren mit der Schwere der Erkrankung viel deutlicher als Cholesterol. Man hat versucht, in den Plaques Bakterien zu finden, man hat immer wieder mal irgendwelche Reste gefunden, aber nicht so richtig eine Ladung. Aber vielleicht ist der Zusammenhang genauso wie bei den Gallensteinen. Wenn der Cholesterol schon in den Gefäßen abgefallen oder rausgefallen ist, dann kann sich keine Bakterien mehr bilden. Die sind einfach tot. Die sind durch Cholesterol gereinigt. Und dadurch sind wir weg. Wenn Sie anschauen, überall, wo wir Entzündung haben, haben wir Fett. Das ist jetzt Morbus Crohn. Das ist eine schwere entzündliche Darmerkrankung. Die Leute sind spindeldürr. Die können sich kaum auf die Beine halten, aber die gesamte Darm ist infiltriert mit dem Fett. Und wenn Sie Entzündung, virale zum Beispiel Leber haben, die Antwort ist immer Fettleber. Fett ist immer dort, wo die Entzündung ist. Das ist immer eine Waffe gegen bestimmte Pathogene. Nun, wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen und schauen, was die Autoimmunität anbetrifft. Wir betrachten Autoimmunität als einen Zustand, wo der Körper sich selbst angreift. Im Grunde genommen, das ist ja keine Erklärung. Er sagt nur, sie sind selber schuld. Sie greifen sich selbst an, ich habe damit nichts zu tun. Aber eigentlich interessant für den Patienten ist nicht Autoimmun oder nicht Autoimmun, sondern wie es dazu kommt. Und wie es dazu kommt, ist eben die Frage, wo kommen eigentlich die Antigene, gegen die wir reagieren? Gerade am Anfang der Medizin haben wir viele Beispiele, wo wir ganz genau den Zusammenhang zwischen dem Erreger und der Autoimmunität kennen. Ich weiß nicht, Sie haben wahrscheinlich rheumatisches Fieber nicht erlebt. Das ist in den 50er, 60er Jahren dieses Jahrhundert durch Ansätze von Penicillin eradiziert worden. Das war eine banale Angina, die bei Kindern zu Herzklappenbefall und schweren Gelenkerkrankungen führte. Der Grund dafür war ein M-Antigen, also ein Antigen, was präsentiert war bei Bakterien. Und dieses Antigen löste Antikörper, die nicht Bakterium haben sie auch angegriffen, sondern die haben Herzklappen angegriffen und Synovial, Schleimhaut angegriffen. Bei vielen Infektionen, ob es Lyme Disease ist oder Löffler-Syndrom und viele anderen, wir wissen, dass viele Autoimmunphänomene gar nicht durch unsere Antigene sind, sondern Antigene durch etwas, was also ein Parasit, der mimikriert ist. Und wo finden wir die meisten Parasiten? Natürlich finden wir sie im Darm. Und warum haben wir meistens eigentlich keine Probleme damit? Naja, weil wir eigentlich gar keinen Kontakt mit diesen Bakterien haben. Wenn wir eine Biopsie von gesunden Menschen nehmen und schauen unter dem Mikroskop, wir sehen, dass die Oberfläche ist mit einer Schleimschicht bedeckt, die völlig frei von Bakterien ist. Durch Entzug von Wasser wird der Schleim so fest wie Pflasterstein. Da kommt kein Bakterium durch. Und solange die Trennung perfekt ist, ist uns egal, wie viele Bakterien wir drin haben. Die erfüllen ihre Aufgabe, wir verwenden sie für Abbau von Substanzen, die wir selbst nicht verdauen können. Und wir haben davon nur Vorteile, aber keine Nachteile. Bei Morbus Crohn ist die Situation völlig anders. Diese Barriere existiert nicht. Die Darmbakterien, so wie die sind, kommen durch. Das ist in diesem Fall nur Bakteroides. Und die sind in einzelnen Zellen in den Krypten zu finden oder in den Becherzellen auf der Oberfläche. Wenn das zu einer Reaktion kommt, dann entstehen solche Ulcerationen. Die nennen, da sie nur klein sind, ulcerative Colitis, aber die sieht man nur unter dem Mikroskop. Die Bakterienzahl geht natürlich dann runter, weil die Entzündung kommt, aber man sieht, dass in dem Fall die Bakterien sind auf der Oberfläche und die können infiltrieren in die Darmwand.
die erste Reaktion, die dabei entsteht, die findet gar nicht in den Darmwand statt, sondern die Leukozyten, das sind solche Polyzysten, die weißen Blutkörperchen unseres Körpers, die wandern aus, das ist jetzt die Oberfläche der Biopsie, das ist der Schleim, und obendrauf, wie Sie sehen, sitzen die Leukozyten, die versuchen hier Bakterien zu töten. Wenn es ihnen gelingt, hat man zwar eine massive Entzündung, aber man sieht die nicht. Bei der Endoskopie ist der Befund unauffällig, weil immer noch keine Ulzerationen bestehen. Und die Pathologen unglücklicherweise verwenden Formalin. Und bei Formalin geht diese Schicht vollständig ab. Das heißt, Sie können das auch nicht sehen. Sie sehen erst, wenn es zu so einer Ulzeration kommt. Ohne diese Ulzeration können Sie sozusagen nicht sehen. Der Darminhalt, nochmal, der ist absolut klar von der Stuhl getrennt. Und der Stuhl besteht vorwiegend aus den Bakterien. Wie funktioniert das eigentlich? Ich habe Ihnen gesagt, dass der Schleim so fest wie Pflasterstein ist. Aber wie gewährt man, dass es in allen Richtungen gleich fest ist, beziehungsweise dass der gesamte Darm einbezogen ist, und vor allem, wie stößt man denn das aus? Der Schleim, der in Becherzellen produziert wird und am Kryptenboden, der ist an sich sehr dünn. Deswegen, wenn die Bakterien durchkommen, können sie hier sich ansiedeln. Das sieht man an diesem Foto, und die führen dann zu Kryptenabszessen oder Becherzellenabszessen. Aber das zeigt eben, wie diese Schicht funktioniert. Hier und in Becherzellen wird ein dünner Schleim produziert. Er wird ausgestoßen. Auf der Oberfläche ist der Schleim sehr fest. Er kann dünner Schleim mit dem festen Schleim nicht mischen. Er hebt die Decke, breitet sich darunter und kommt in Kontakt mit den Kolumnarepithelium-Zellen, das heißt der Auskleidung von dem Darm. Und diese Zellen sind dafür verantwortlich, Wasser aus dem Schleim zu ziehen. Deswegen, der dünne Schleim kommt in Kontakt mit diesen Zellen, es wird Wasser aus ihm ausgezogen und er wird ganz fest. Und so haben wir maximale sozusagen Viskosität, die Festigkeit auf der Darmoberfläche, und die dann fällt ab. Wenn das von der anderen Seite dann wieder aufgelöst wird, sehen wir, dass diese Wellen entstehen, so wie die Welle produzieren, Schleim produzieren, anheben, ausbreiten, entwässern. Wenn das wiederum aufgelöst wird, sehen wir diese zwiebelartige Struktur, die an der Grenze zwischen dem Stuhl und der Darmwand entsteht. Was geschieht, wenn wir in dieses System einfach Detergenz geben, Seife? Das ist jetzt Seife, die gegeben ist bei einer Ratte. Was wir dann sehen, ist eine akute Colitis. Die Leukozyten, so wie bei der Biopsie beim Mensch habe ich Ihnen gezeigt, wandern aus, stellen sich an der Grenze zu dem Stuhl auf und versuchen jetzt Bakterien zu stoppen, damit es jetzt kein Kontakt zwischen den Bakterien und der Darmwand entstehen kann. Wenn man mehrmals das gibt, dann wird die Oberfläche zerstört. Man sieht, dass diese Oberfläche ist nicht mehr intakt. Der Schleim wird sehr, sehr dick. Es kommen sehr viele Leukozyten in den Schleim. Aber trotz dieser Dicke, trotz der Masse und vielen Leukozyten können sie Bakterien nicht abhalten. Das ist jetzt das gleiche Bild, nur vergrößert. Und Sie sehen, dass trotz dieser Leukozyten, die wir als Schatten sehen, trotz sehr dicken Mukusschicht, wir sehen, dass die Bakterien durchgehen, kommen auf die Oberfläche, sie bilden dann die Biofilme, Fisteln, das, was wir sehen bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, was dann zu der Erkrankung führt. Nun, bisher hat man unser Verhältnis zu Bakterien im Sinne der Toleranz und entzündliche Reaktion gewertet. Man hat gesagt, wir haben gute Bakterien und schlechte Bakterien. Also die guten tolerieren wir, die bösen stoßen wir ab. Das ist an sich zwar einleuchtend, aber genauso wie einleuchtend, dass die Sonne um die Erde dreht. Wenn man anfängt, die Fragen zu stellen, wie soll das funktionieren, dann stellt man das fest, dass es gar nicht funktionieren kann. Wir haben über 5000 Bakterien in dem Dickdarm und wir haben eine Konzentration von 10 hoch 13. Wie soll jetzt ein Mechanismus sein, der Bösen rausreißt und die Guten lässt? Das ist gar nicht möglich. Und tatsächlich, wir tolerieren sie nicht, wir ignorieren sie, denn wir sehen in unserem Darm jede Menge an Pathogenen, die wirklich schlimm sind.
Clostridium difficile, Salmonellen, Enterokokken, Bacteroides. Clostridium perfringens ist bei jedem von uns. Das ist Erreger von Gasbrand, eine tödliche Erkrankung, aber jeder von uns trägt das bei. Bacteroides macht Abszesse, jeder von uns hat das. E. coli macht Sepsis, jeder von uns hat das. Also wir brauchen Feinde nicht zu suchen, die sind immer bei uns. Jeder fünfte von uns hat Clostridium botulinum, ein Gramm dessen Gifts ist ausreichend, um die große Stadt auszulöschen. Also wenn die Terroristen wirklich ernst machten oder meinten, sie brauchten nicht weit rauszugehen, man hätte auch Massenvernichtungswaffe aus diesem Raum herstellen können. Das wäre eigentlich unproblematisch. Friedlich leben wir damit nur, weil unsere Schutzmechanismen wirklich sehr gut funktionieren. Wir haben normalerweise gar keinen Kontakt. Nun, Anfang des 20. Jahrhunderts hat man festgestellt, dass wo gerade die Infektionserkrankungen zurückgegangen sind, dass die Autoimmunerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Allergien stark gestiegen sind. Also hat man viele epidemiologische Untersuchungen gemacht und die meisten dieser epidemiologischen Untersuchungen haben ganz klaren Befund gebracht. Es gibt einen positiven Zusammenhang mit Einführung von sauberem Wasser, von Reinlichkeit, von hohem hygienischen Standard. Je besser Menschen leben, je sauberer sie leben, desto höher Anteil an Autoimmunerkrankungen, an Allergien und so weiter und so fort. Und deswegen irgendwann in den 70er Jahren ist eine Hygienehypothese gesagt, gehen wir ja mal zurück. Wir haben zu wenig Pathogene in uns. Wenn wir jetzt auf ein Pathogen treffen, spielen wir einfach verrückt, anstatt mit dem auseinanderzusetzen. Und die Hygienehypothese empfiehlt, lassen Sie die Kinder im Dreck wühlen, ihre Nägel und Zähne, Nägel nicht schneiden, Zähne nicht putzen, so viele Wellensittiche und Hunde und Katzen haben, wie man nur kann, auch ins Bett nehmen, also alle solche schöne Sachen. Gebracht hat es natürlich gar nicht, denn die Voraussetzung oder zumindest die Behauptung, dass dieser Mensch weniger Bakterien hat oder mehr Bakterien hat als die Menschen, die hier sitzen, die ist völlig falsch. Natürlich haben wir viel mehr Bakterien als er. Er nimmt Karotten aus dem Garten. Wir bekommen unsere Produkte aus der gesamten Welt. Das ist jetzt 1,99 Euro für Schlappe, 1,99 Euro bekommen Sie bei Edeka Mini-Auberginen aus Indien, Mini-Zucchini aus Südafrika, Mini-Spargel aus Peru und Kaiserschoten aus Kenia, alles in einem. Wenn Sie natürlich besonders biologisch sein wollen, dann waschen Sie die zwar, aber Bakterien können Sie wohl kaum entfernen. Das heißt, Sie bringen die gesamte Welt von Bakterien in Ihr zu Hause, ohne rauszufahren zu müssen. Natürlich, wenn Sie die Hände drücken oder rumlaufen, tauschen Sie die Bakterien rum. Sauberkeit und Sterilität sind völlig verschiedene Dinge. Wenn wir früher, oder als ich angefangen habe, war an jedem Waschbecken im Krankenhaus ein Stück Seife. Das finden Sie nirgendwo im Krankenhaus mehr. Wir haben nur noch Dispenser. Warum? Weil die Seife tötet Bakterien nicht. Wir waschen die Hände und geben mit der Seife das dem Nächsten. Deswegen sind die aus allen Krankenhäusern verschwunden, aus dem verständlichen Grund. Was sich tatsächlich in dem 20. Jahrhundert verändert, das ist dieser massive Anstieg an den Emulgatoren, an Waschmittel, die wir bewusst und unbewusst zu uns nehmen, ob wir es wollen oder nicht wollen. Wenn so eine Werbung kommt mit einem hübschen Mädel, was ein Sektglas hält, und sagt, schaut, nach meinem Geschirrspüler ist kein Tropfen Wasser auf meinem Glas mehr. Warum ist da kein Tropfen Wasser? Weil da immer noch genug Spülmittel ist. Sonst wäre es immer da geblieben. Das heißt, sie spülen das mit dem Sekt dann runter. Einer ist besser, der andere ist schlechter. Mal haben sie weniger, mal haben sie mehr. Aber sie haben eine riesen Belastung an dem. Und wenn sie natürlich ihren Darm so reinigen, wie sie Geschirr reinigen, dann ist es natürlich kein Vorteil für sie. Entweder es kommt zur Entzündung oder zum Antigenkontakt und zu dem Problem. Ich habe jetzt hier nochmal die ganz klare Krankheiten, wo der Zusammenhang zwischen den Bakterien oder Erreger und einem Autoimmunphänomen klar ist. Viele kennen wir nicht, weil wir die auch gar nicht untersuchen, weil wir stecken geblieben sind in den Zeiten von Koch und Pasteur, wo ein einziger Erreger isoliert werden muss, weil wir uns auf die Kultur verlassen. Aber zum Beispiel so ein ganz
auffälliges Phänomen wie unsere Blutgruppe. Sie wissen, wahrscheinlich wissen Sie aus dem Schulunterricht, dass Blutgruppe besteht aus Antigen und Antikörper. Antigen, das ist das, was der Körper produziert. Aber Antikörper, wie können Antikörper entstehen, wenn wir niemals eine Bluttransfusion davor hatten? Die entstehen nicht von alleine. Die entstehen durch Kontakt mit den Bakterien aus dem Dickdarm. Das ist schon in den 20er Jahren gezeigt worden. Die Bakterien, die sozusagen durch unseren Dickdarm gehen und auch die Pathogene und die Gute und die Bösen, die bringen die gesamte Vielfalt von Antigenen von der gesamten Welt zu uns, ohne dass wir reisen müssen. Wir tauschen die untereinander, die sind in uns und wir haben sozusagen alle Antigene, die wir brauchen, also die Vorstellung von denen, mehr oder weniger da. Gegen einige entwickeln wir Antikörper, wenn wir Kontakt haben. Wir versuchen uns dagegen zu wehren, wenn der Kontakt immer wieder ist. Und dass diese Antikörper dann auch immer wieder uns treffen, das ist dann auch selbstverständlich. Was ich jetzt sagen wollte, ist, dass nach 400 Jahren, wir sind, was die polymikrobielle Infektion, nicht viel weitergekommen. Wir machen jetzt riesen Fortschritte, aber insgesamt nicht. Und die Behauptung, dass heute an Infektion keiner stirbt, die ist völlig falsch. Nach wie vor, die Menschen sterben an Infektionen und sie erkennen die ja nicht mal. Weil, wie ich schon sagte, Gallensteine, koronare Herzerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, die meisten neurologischen Erkrankungen, die auch auf der Autoimmunstrecke einherlaufen, chronische entzündliche Darmerkrankungen, selbst banale Geschichten wie ihre Zahnprobleme, gynäkologische Erkrankungen, die sind alle polymikrobiell. Und da haben wir schon erhebliche Probleme. Und da stimmt immer noch das, was Robert Koch oder auf seinem Denkmal steht, dass die Menschen sollen weniger die Waffen für Menschenvernichtung ausgeben, sondern vielmehr für Kampf gegen wirkliche Feinde der Menschheit. Und dass jede Nation sollte sich darin befleißigen, statt Menschen umzubringen, gegen die Bakterien und Erreger vorzugehen, die uns das Leben schwer machen.